Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 3. Ich weiß auch nicht so genau, was ich gerade machen möchte. Die Telefonzelle wird mir angezeigt. Vielleicht kann ich ja den Anwalt anrufen. Oder die Wahrsagerin. Mit der habe ich auch lange nicht gesprochen. Da. Oh, oder war das gar nicht der Anwalt? Ich weiß es nicht. Anwaltskanzlei Jones. Doch. Hallo, Dr. Jones. Adrian Gordon hier. Mr. Gordon, na, wie stehen die Quoten? Ja, Kaution, Erbe. Wegen der Kaution. Ah, da wollte ich Sie noch anrufen. Tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Ein gewisser Charles Murray aus Willow Creek hat die Kaution beim Richter hinterlegt. Kennen Sie den Mann? Nur zu gut. Aber ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich das schon selbst herausgefunden habe. Ist er ein Freund von Ihnen? Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Je mehr Unterstützer Sie in Ihrem Fall bekommen können, desto besser. Das macht sich immer gut vor Gericht. Leute mit vielen Freunden und Fürsprechern. Prima Sache. Weiter so. Ja. Naja, geht so, ne? Dr. Jones, kennen Sie sich mit dem Erbschaftsrecht in England ein bisschen aus? Ungefähr so gut wie ein Boxer mit Synchronschwimmen. Also gar nicht. Und das ist noch gut geschätzt. Haben Sie Probleme mit dem Erbe? Ich könnte mich umhören. Ach, nicht so wichtig. Ich frage einfach den Notar. Der müsste es wissen. Auf Wiederhören, Dr. Jones. Auf zur nächsten Runde, Mr. Gordon. Jupp, und immer weiter. Was für Visitenkarten haben wir da noch? Der Notar. Warte mal, gib mal her. Ey! Ja? Bin ich richtig bei Mr. Dukes? Notar für Erbrecht und dergleichen? Goldrichtig, wie man so sagt. Und Sie sind? Gordon. Adrian Gordon. Ah, Mr. Gordon. Mein Beileid nochmal für den Verlust Ihrer Urgroßmutter. Danke. Ich nehme an, Sie haben noch ein paar offene Fragen zur Testamentseröffnung gestern. Mr. Dukes, können Sie mir noch mal sagen, worin genau mein Erbe besteht? Nun, Mr. Gordon, Sie sind der letzte Nachfahre der Gordon-Linie und erben das Anwesen Black Mirror Castle und das in Wales, ein paar Hektar Wald, sowie das Vermögen auf dem Familienkonto in Höhe von 100 Pfund. Mit allen Privilegien und Pflichten. Was für Pflichten? Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Einhaltung der Jagdbestimmungen, Instandhaltung der Immobilien und des Gartens. Ein Verkauf ist ausdrücklich nicht möglich. Höchstens eine Überschreibung an die Kirche. Keine Außenstände, keinerlei Schulden. Also ein schlechtes Erbe ist was anderes. Finden Sie nicht? Okay, Schatzkammer, Kontoauszüge. Kann es sein, dass die Gordons ihr Geld nicht nur auf der Bank aufbewahrt haben? Möglich ist alles. Aber im Testament wurde nichts erwähnt. Und ich weiß auch von sonst keinem Hinweis auf ein geheimes Vermögen. Aber natürlich können Sie die Matratzen aufschneiden und nachsehen. Sie gehören ja jetzt Ihnen. Toll. Ich habe Kontoauszüge gefunden vom Konto der Gordons. Und fehlt was? Nein, aber mir ist aufgefallen, dass alle 3 Monate eine beachtliche Menge Geld einbezahlt wurde. Dafür kann es viele Gründe geben. Es ist nicht verboten und auch nichts Besonderes, wenn Sie mich fragen. Wir hören uns, Mr. Dukes. Solange wir können, Mr. Gordon. Was ist das für ein Spruch? Okay. Wollen wir die nochmal anrufen? Hallo, Madame Fortuna. Ich wusste, Sie rufen wieder an. Wer auch sonst? Ziehen Sie eine Karte. Stopp. Hier haben wir den Herrscher. Am Apparat. Stand aber auch in jeder Zeitung. Sie? Nein, die Karte, Adrian. Die Karte des Herrschers. Sie gewinnen an äußerer Kraft und Stärke. Haben einen starken Willen und
natürlich. Mal wieder. Ein Bär wird sie auf Schritt und Tritt verfolgen und verschlingen. Auf Schritt und Tritt? Was zum... Adrian, Sie können den Bären besiegen. Wie kann ich den Bären besiegen? Räumen Sie den Weg für den Bären frei. Dann wird er Sie am Leben lassen. Den Weg für den? Ja, danke. Das war lustig. Okay. So ein Blödsinn. Ja, allerdings. Das war lieber gut. Okay, gucken wir uns mal weiter um. Ich weiß nicht, soll ich ins Café? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich da soll. Aber doch, wir machen das hier einmal und dann gehen wir zum Schloss zurück, glaube. Hallo? Ach. Guck an. Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Oh, wenn du wüsstest. Dieser Fluch, er existiert wirklich. Adrian, so etwas dürfen Sie sich nicht einreden. Ich wohne seit heute Morgen im Schloss. Und gerade eben gab es den ersten Toten, ein Handwerker. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Oh. Bis später. Machen Sie es gut. Ja, du auch. Okay, dann quatsch. Nein. Ich finde, Denise darf jetzt auch mal in Ruhe arbeiten. Ja, unbedingt, unbedingt. Wie läuft's? Bestens. Was kann ich für Sie tun, Sir? Wollen wir ihn einstellen? Museum? Wieso Museum? Waren Sie mal im hiesigen Museum? Ich interessiere mich sehr für Museen aller Art. Speziell Völkerkunde und Geschichte, Sir. Aber das hier in Willow Creek kann man nicht mehr als Museum bezeichnen. Es ist vielmehr ein Sammelsurium an Unwürdigkeiten. Sie waren schon drin? Ja, vor ein paar Jahren, als es dort noch ein paar richtige Ausstellungsstücke gab. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Ja, okay, dann gehen wir mal wieder raus. Und dann gehen wir in diesen kleinen Tante-Emma-Laden. Vielleicht treffen wir die Frau ja wieder. Diese alte Dame, die Angst vor uns hat. Geschlossen. Oh. Oder wir lassen es einfach und gehen zur Polizeistation. War hier sonst noch was? Oh, wo ist er denn hin? Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu und so. Ja, ich weiß. Hatten wir doch schon. Kann ich kurz etwas fragen? Inspektor Spooner. Wo ist denn Spooner? Hat sich den Rest des Tages freigenommen. Ich glaube, der Unfall am Schloss hat ihn etwas mitgenommen. Der Arme. Ja, natürlich. Haben Sie eine Ahnung, wo dieser Matt sich rumtreibt? Im Dorf habe ich ihn nicht gesehen. Gestern war er noch im Pub. Aber wo er heute ist, keine Ahnung. Sie können ja eine Vermisstenanzeige aufgeben. Vielleicht im nächsten Leben. Constable, wissen Sie, was ich gerade mache? Ich bin auf der Suche nach dämonischen Portalen. Die sind das hier erzähl errichtet ich worden, auch noch. Da hat der Heilige Geist noch nicht einmal an Jesus zu denken gewagt. Ja. Na dann, viel Spaß beim Suchen. Auf Wiedersehen, Constable. Er kann ja auch die Klappe nicht halten, ne? Freiwillig gehe ich da nicht mehr rein. Nee, nachvollziehbar. Ja, dann gehe ich einfach wieder raus. Okay. Ja, wirklich Erfolg hatte man hier jetzt nicht. Aber dafür war es lustig. Okay, dann gehen wir, ja, zum Schloss, ne? Guck mal, was es mit den Menhiren auf sich hat. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich jetzt machen soll. Nee,
Sie haben mit ihr ja gerade gequatscht. Ich glaube auch, ich habe ja letztes Mal bei den Menhiren hier diesen Zettel hier genommen, ne? Was ist das? Zeichnung eines Sternbilds. Vielleicht müssen wir viel eher mit der Karte daran. Warte mal. Zum Leuchtturm, zum Schloss. Ist falsch gelaufen. Böse. Tschack, wie er läuft. Lustig. So, einmal hier lang. das würde ich nämlich ganz gerne versuchen. Vielleicht ist die Anordnung der Menhire wichtig. Ich trage ihn mal in meine Karte ein. Ich lege mir ein Blatt Papier auf die Wanderkarte. Dann kann ich mir wichtige Informationen darauf notieren. Okay. Das hat er jetzt hierauf eingezeichnet, oder wie? Warte mal. Ich bin verunsichert. Aber doch, ich kann hier nicht mehr ran. Dann machen wir das einfach mit den anderen auch mal. Ich hoffe, ich finde die alle. Einer war hier oben noch. Da. Das wäre dann der zweite. Ich mache ein Kreuz an der Stelle, wo dieser Menhir steht. Hier kann ich nicht lang. Dann da lang. Aber hier standen... Wie viele müssen das denn sein? Haben die das gesagt? Wenn ja, hab ich's vergessen. Warte mal, hier steht noch einer. Und da steht noch einer. Das sind dann schon mal vier. Jetzt habe ich schon drei Menhire eingetragen. Ich bin stolz auf dich. Kannst gleich den vierten eintragen, da. Das ist der vierte. Ja, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Also diese Steine hier, die hatten wir ja vorher schon gesehen. Ist hier auch einer? Müssen die draußen stehen? Ich habe keine Ahnung. Hier ist eine Statue. Eine Statue ist aber kein Menhir. Oder kann ich hier auch eintragen? Nee. Sie ist hier völliger so Quatsch. So sieht es aus, wenn der Gärtner der Mörder ist. Oder sich, wie Louis, von einer Mörderin einspannen lässt. Zum Schloss. Hier ist der Brunnen. Nee, hier ist aber keiner drin. Warum kann ich da eigentlich noch ran? Mehr hat dieses Loch nicht zu bieten. Achso, alles klar. Das hat sich dann wohl erledigt. Können wir denn... Die können wir ja nicht umsonst betrachten. Das hat ja... Stimmt sein. Eine Statue. Soll das die weiße Frau sein? Eher nicht. Zu leicht bekleidet. Oh Mann. Ich sehe sie schon überall, auch wenn sie es. Ja, das weiß ich. Aber mit der Karte geht er da nicht ran, ne? Hiermit auch nicht.
kann ich ihn wirklich nicht gebrauchen. Da? Nein. Irgendwas müssen wir doch mit dir machen können. Ich schleppe hier sowieso Sachen mit mir rum, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich damit eigentlich anstellen soll. Was ist das? Hier, brauchst du Schaum? Ja, manchmal hilft wahlloses Klicken. Der Reiniger ist echt stark. Da verschwindet sogar der Marmor? Aha. Das scheint auch nur eine Lackierung gewesen zu sein. Die Statue ist in Wirklichkeit aus... Ich tippe auf irgendein Gestein aus der Gegend. Granit vielleicht. Die Statue ist in Wirklichkeit aus normalem Stein. Der Marmor ist nur eine Beschichtung. Ich weiß es nicht. Geht das jetzt? Da hätte ich aber auch früher drauf kommen können. Die Statue ist aus demselben Stein wie die anderen Menhire. Und irgendwer hat irgendwann eine Statue daraus gemeißelt. Er hat das so gerade erst entdeckt. Naja, was soll's. Okay. Jetzt habe ich 5 Menhire eingezeichnet. Ja. Einer fehlt mir noch. Okay, dann sind es 6. Ich wusste es nicht mehr. Da habe ich jetzt auch gerade keine Idee mehr. Hier steht nämlich keiner. Und die müssen ja, glaube ich, irgendwie ums Schloss herum sein, ne? Oder... Ich, keine Ahnung, im Schloss zumindest. Irgendwie so. Hier ist der Topf. Ich bezweifle, dass das einer ist. Können wir mit dem Topf auch irgendwas anstellen? Weil an den Topf können wir auch andauernd ran. Hier. Kannst du einen Sticker aufkleben? Was soll ich mit dem Topf auch großartig anstellen? Gartenschlauch. Hey! Hier, Flickzeug. Nee. Was willst du auch mit dem Flickzeug am Topf? Können wir hier unten gucken. Hier sehe ich gerade nichts. Ach so, nee, da können wir ja gar nicht rein. Schon gut. Sich erledigt. Ich glaube, hier war auch keiner. Hier können wir nicht runter. Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Vermutlich Streusel. Können wir das Salz irgendwie mitnehmen? Auch wenn ich da auch noch nicht so genau weiß, warum. Ne, der Eimer hat ein Loch. Damit auch nicht. Vielleicht können wir das später gebrauchen. Hier geht's ja nicht weiter, ne? Hier ist es finster wie in Mordreds armer Seele. Also da gehe ich nicht weiter. Okay. Dann lassen wir das. Ehrlich, ey, ich hab voll Schiss, hier irgendwas anzufassen. Hier ist noch so eine Statue, aber da kann ich nicht ran. Ein riesiger Steinblock mit einem Geheimfach. Aber da ist nichts mehr drin. Ich hatte es vor dem Schlossbrand schon entdeckt. Zählt der dann vielleicht dann auch dazu? Ja, natürlich. Man hat das Schloss um einen Menhir herum gebaut. Wahrscheinlich hat man den Grundstein direkt aus dem Menhir gehauen, als man ihn verstecken musste. Ich markiere ihn auf meiner Karte. Aha. Ich habe alle 6 Menhire eingezeichnet. Mal sehen, was ich damit herausfinden kann. Okay. Was soll ich mit dem Bleistift machen? Ja, bitte?
Karten sind nicht mein Ding. Nur mal so nebenbei. Was soll ich denn jetzt hier einzeichnen, bitte? Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Was möchte das Spiel von mir? Hier hat er die eingezeichnet. Das sind die Standpunkte, wo die Menhire stehen. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, was ich hier mache. Hä? Überforderung! Was ist mit diesen Geldpunkten hier zu tun? Nee, ist doch völliger Quatsch. Ach, so kann ich zeichnen. Okay. Ich weiß nämlich, was ich zeichnen soll, ehrlich gesagt. Ach, alles klar. Ja, das da unten hätte auch gar keinen Sinn ergeben. Das hat anscheinend auch keinen Sinn ergeben. Wir haben doch... Kann ich das wieder wegmachen? Und wenn ja, wie? Ah, okay. Wir haben doch so ein Sternbild gesehen. Das wird wahrscheinlich auch was damit zu tun haben. Kann ich hier raus? Kannst du die nicht verbinden? Guck mal. Passt das nicht? Diese Zeichnung habe ich bei Dr. Winterbottom in der Sitzung gemacht. Es ist ungefähr das Sternbild, das ich im Traum gesehen habe. Die Menhire weisen dir den Weg, hat Victoria gesagt. Ah. Damit kann ich da aber nicht ran. Ach. Ist das überhaupt richtig, dass ich das hier einzeichnen soll? Macht das überhaupt Sinn? Oder soll ich das hier einzeichnen? Aber hier macht er ja auch nichts. Ja, ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt, weil letzten Endes kommt es sowieso immer auf dasselbe Ergebnis hinaus. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Das hier ist genau dasselbe wie vorher auch. Ah! So ein bisschen mehr Hinweise wäre schon nett. Hier soll ich anscheinend gar nichts einzeichnen. Sternbild. Ich hatte heute bei der Hypnose wieder diesen gleichen Traum wie gestern. Nur, dass ich diesmal im Erdloch ein Sternbild gesehen habe. Dr. Winterbottom meint, dass es eine Krone darstellen könnte. Ich kenne mich mit Sternbildern aber überhaupt nicht aus. Ich auch nicht. Achso, okay. Hier ist was über die Menhire. Ich habe alle Menhire eingetragen, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Nicht einmal ein vernünftiges Pentagramm lässt sich daraus machen. Irgendwie, was? Fehlt der Mittelpunkt. Wieso befindet sich der Grundstein nicht in der Mitte? Das ergibt keinen Sinn. Was weiß ich von Victoria über die Menhire? Sie weisen irgendwo hin. Sie sind die Richtungsgeber für eine Richtung... Was?
brauche ich aber einen Ausweichpunkt. Vielleicht ist der Grundstein nicht Mittelpunkt, sondern Ausgangspunkt. Und die Endpunkte liegen ganz woanders. Das könnte die Lösung sein. Was? Leute, es ist 1 Uhr nachts. Ich habe keine Ahnung. Was erzählt er mir da? Ausgangspunkt, was weiß ich denn? Ausgangspunkt. Heißt also, ich müsste bei ihm als letztes ankommen, dann müsste ich aber auch mit ihm anfangen, oder nicht? Aber es ist doch genau dasselbe. Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Huch. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Keine Ahnung. Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch totaler Quatsch. Das ergibt ja auch gar kein anderes Bild. Ich bin mir auch gerade überhaupt nicht sicher. Ich weiß es nicht. Dann ist es trotzdem kein Ausgangspunkt. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Vor allem gehe ich davon aus, dass es geschlossen sein muss. Also es ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Keine Ahnung. War Nummer 1, ne? 2, 3, 4. Nee. Ich weiß es nicht. Ich beende hier erstmal den Part. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.